Ich frage nach, okay? Nee, du fragst an. Von dem, der gerade seine Hose auf dem Rücken am Boden ausgezogen hat, war der erste Wurf drinnen. Die anderen saufen einfach nur. Ja eben, das ist ja unser Vorteil. Ich wollte euch mal fragen, warum er jetzt schon der Roster ist. Habt ihr schon, soll ich mal drinnen? Wir können. Früher war der Warenkorb leer und heute ist im Warenkorb mehr. So, wir sind angekommen jetzt hier in Belgern bei der Ostdeutschen Bierpong-Meisterschaft und wir werden gleich mal reingehen und sind top motiviert heute und schauen, was wir erreichen können. Wir nehmen euch gerne den ganzen Tag heute mit, also seid gespannt, was euch noch alles erwartet. Ich laufe in Sportspar-Hoodie durch Abu Dhabi. Mit dem Geld, das ich spare bei Sportspar, kaufe ich noch mehr Ware bei Sportspar. Wir sind noch nicht mal im Gebäude drin, ja? Und hier wird schon die erste Roster gegessen. Merk dir diesen Namen, Sportspar. Ja, wir haben große Ambitionen. Wir wollen da auf jeden Fall was holen. Klar, Nervosität ist ein bisschen da. Aber wir sind gut eingestellt, wir sind psychologisch stark und dementsprechend werden wir hier was holen. Was soll ich dazu sagen? Wir rocken das Ding. Ganz klare Kiste hier. Gleich wird Zielwasser getrunken und dann geht's ab. Das überzeugt mich bislang nicht so. Das hier? Das ist doch alles. Das überzeugt mich nicht. Sehr professionell eingerichtet. Ja. Wir haben Gegneranalyse gemacht, die Gegner haben es drauf. Aber im Gleichspiel auch mal geguckt. Ne? Ja. Das war schon, ja, das war schon ein gutes Niveau. Fast jeder ein Treffer, ja, ne? Das war schon gut. Ne? Was war bei dir? Was ist dein Eindruck so von jetzt bisher? Gegner sind auf jeden Fall stark. Ja. Aber wir haben keine Angst. Wir nee, Angst auf jeden Fall. Nee. Also wir werden uns auch nicht warm machen noch. Wir werden noch Motivation bringen. Wir gehen uns jetzt ein bisschen umgucken, ne? Nehmen uns dann ein bisschen mit und lassen hochgehen. Ja, lassen wir hochgehen. Bei mir ist so, okay, ich habe den Rand berührt, ja, ach, knapp. Das Niveau ist doch sehr hoch, höher als erwartet. Müssen wir da mal schauen, was am Ende rauskommt. Aber die Jungs sind topfit. Gute Stimmung ist hier natürlich auch, wie ihr seht. Unsere Jungs sind ready, wir sind live, Jungs, top motiviert. Und wir können hier nichts von dir, wir spielen das das erste Mal. Guck mal, ich habe dir gefragt, wir spielen das jeden Tag. Sport, Spar, Sport, Spar, Sport, Spar. Wir kennen die Regeln nicht. Nee. Ja, wir wollen das eigentlich später preisgeben. Ach, hier ist der Jäger. Ja! Also. Die Anspannung ist halt da. Ja. Voll Fehler. Läuft nicht. Und so. Einfahren. Heimticket gut. Aber was ist los? Gerade immer so gut. Läuft nicht. Ja, Leute, komm! Sag mal, komm! Wir kochen alle nur mit Wasser. Auf der Bockwurst. Ja, endlich mal! Noch einer. Komm jetzt! Ah, oh, nee. Okay, geht's ab. Komm. Wir kennen alles. Mann, ey! Alle vier vom Bundesliga tun uns an. Komm, wir müssen jetzt dann. Komm. Ja! Let's go! Geil. Gutes Spiel. Gutes Spiel, ey. Ja, sehr stark. Also, wir sind ja hier bei der Ostdeutschen Bierpong-Meisterschaft. Und ich würde euch gerne mal zeigen, was hier eigentlich los ist, wie viel los ist, was hier alles gibt. Deswegen nehme ich euch einfach mal eine ganz kurze Runde mit. Also hier sind, glaube ich, 60 Tische waren es aufgebaut. Ja, ich würde mal schätzen, 600 sind vielleicht hier da. Ist so groß aufgefahren, also es ist wirklich ein super geiles Event. Natürlich auch viele, wo ich sagen muss, die spielen Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Da hat man natürlich keine Chance. Die machen das wahrscheinlich mit 3-8 im Turm und im Schlaf. Weil gehen wir mal hier durch. Hier wird noch gespielt. Schlupfen wir kurz mal vorbei. Wir haben eine Spielerbande aufgebaut mit den ganzen Sponsoren drauf, wo man super Fotos machen kann im Vorhinein. Wenn wir hier mal rübergehen, hier werden die Live-Spiele immer gespielt. Wird auch live übertragen auf Twitch solche Veranstaltungen. Hat man einen großen Monitor, wo es alles nochmal zu sehen ist. Essensstände, Trinkenstände, eigentlich alles vorhanden. Ne? Hier oben auf der Tribüne hat man quasi auch nochmal so eine Art Trainingsarea, wo Tische aufgebaut sind, wo man seine Ruhe hat. Hier wird es halt eingespielt, hier fallen Fachbegriffe wie Blume oder sonst irgendwelche Spieltricks, also sehr cool gemacht hier oben. Mir gefällt es sehr und mal gucken, was für uns da rauskommt. Bis dahin. Das ist mal schnicken, ne? Der Gewinner wird auf. Bang. Bang, knapp. Wir fangen an. Kurz rein. Arbeit. Ciao. Das ist ein Vorteil. Ich frage nach, okay? Nee, du fragst an.
gehen halt immer rein, ne? Da geht nicht rein, ne? Gibt's doch nicht. Brauchen wir. Gibt's doch einfach nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das gibt's doch nicht. Oh, Scheiße. Hey, das ist okay. Die Titelverteidiger Sven und Gary, Titelverteidiger an Tisch 8. So, wir haben jetzt die ersten zwei Runden leider verloren. Das zweite Spiel war schon ein bisschen besser gefühlt, aber Jeff, woran hat es gelegen? Also das erste Spiel vielleicht war als erstes. Die Nervosität war da. Man trifft nicht, man trifft nicht, man trifft nicht. Und dann, der Ball wollte nicht rein. Ja. Der hat nicht mal ein Schwein getroffen. Von, aber liegt es vielleicht auch daran, dass wir die Gegner ein bisschen unterschätzt haben, das Niveau? Das Niveau ist hoch, klar, aber trotzdem, wir haben es ja in der eigenen Hand. Ja, okay. Aber wir haben trotzdem eine theoretische Chance. Auf jeden Fall. Und von daher. Und Slava, dein zweites Spiel nochmal so. Auf jeden Fall besser als das erste, aber. Ja, man hat einfach kein Glück. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Kann man da zufrieden sein, wenn man verliert? Ja. Ganz schlecht, also. Aber wir geben nicht auf, Jamie, wir werden Gas geben. Was ist jetzt eure Taktik, damit es im dritten Spiel besser wird? Was ändert ihr denn jetzt? Wir werden jetzt nochmal unsere Position wechseln. Ja. Slava fängt jetzt als erster an und danach ich. Ja. Und wir werden uns gegenseitig pushen. Okay. Wir werden jetzt aufblühen. Wir haben gerade gegen Dortmund verloren, da muss man sagen, vierte Liga. Vierte Liga, das kann man verlieren. Aber das war es mal, ich wünsche euch viel Glück und weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Definitiv. Teamname ist? Mega Müll Rücken Gorillas. Wie seid ihr da drauf gekommen? TikTok-Video. TikTok-Video, okay. Wo kommt ihr her? Aus Wurzne. Aus Dortmund. Aus Belgern. Wir sind direkt von hier. Aus Belgern. Habt ihr dieses letztes Jahr schon mitgespielt? Nee, nur zugeguckt. Spielt ihr das professionell oder? Nö, nur immer auf ein paar Partys und dann dachten wir, fahren wir ja her. Und ich spiele jetzt in der dritten Liga, wir haben aber aus allen Ligen Leute vertreten. Okay. Und wie läuft es bisher für euch? Ja, 2-2, also zweimal gewonnen, zweimal verloren. Läuft nicht so gut, aber wir haben Spaß. Ja, das ist das Wichtigste. Bei uns läuft es auch nicht so gut, wir haben auch was Spaß. Ja, macht Spaß, viele Leute, man lernt wieder viele neue Leute kennen. Was erhofft ihr euch heute noch, was geht hier? Wir hatten schon einen Sieg, hatten wir uns erhofft, haben wir schon geschafft. Danke für deine Zeit und viel Erfolg noch. Danke, viel Spaß euch. Danke für euer Interview, für eure Zeit und viel Erfolg euch noch. Danke. Dankeschön. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, danke für die Zeit und bleibt gesund. Dankeschön. Euch auch viel Spaß. Danke, danke. Das ist sowas, wo ich mir sage, gezerrt. Muss ich schon hinten jetzt zum Hose ausziehen? Ja, hier wird vorher noch gedehnt. Die müssen wir schlagen jetzt. Von dem, der gerade seine Hose auf Rücken am Boden ausgezogen hat, war der erste Wurf drinnen. Das möchtest du nur sagen. Unsere Jungs sind seit der ersten Runde ein bisschen nervös. Ne? Sehr hoch gestapelt. Der Hochstapel kann ihm fallen. Eine wunderschöne, zarte Stimme hört. Ja, endlich mal! Endlich mit der Einstapel. So, nächste Treppe von unserem Team. Der Chef ist jetzt langsam drin, Slava. Ja, der nächste Treppe, jetzt haben wir noch einen Versuch. Das sieht aktuell sehr gut aus. Endlich mal! Die Energie ist schon wieder sehr hoch. Ist noch nicht gewonnen. Die Energie ist gerade raus hier. Jetzt ist sehr viel Energie im Haus, aber ist noch nicht gewonnen. So, Jungs, jetzt nächste Treppe. Ja, aber ich habe schon vorher gewonnen. Jetzt machen wir einfach drei Treppe. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie man mit 3 Achter im Turm hier überhaupt was trifft. Müssen uns Jungs einmal nachziehen? Ja, komm mal! Endlich! Endlich ist er drin! Mal gucken, was am Ende jetzt bei rauskommt. Da ist der sichere Treffer. Wie macht er das mit diesem Pegel, Robert? Ich verstehe es nicht. Uns Jungs müssen einfach alle 3 treffen. Jawohl! Der Mann! Der muss sitzen, aber der muss sitzen. Der nächste rein. Ui. Am Ende steht bloß noch ein Becher bei den Jungs und der hat jetzt getroffen. Jetzt müssen wir einfach nur alle treffen und da ist es durch. Leider wieder verloren. Sehr knapp. Ja, ja. Und gewonnen habt. Sehr gut. Hier wird es ja unten abgetastet. Mich hat ein Engel gekriegt. Leider Turnier vorbei. Ich möchte mal sagen, es lief semi gut. Was ist eure Meinung dazu? Scheiße. Ja, wir haben das Ding leider nicht getroffen. Wir hatten nicht die Form bekommen. Wir haben nicht die Linie im Spiel gehabt. Aber am Ende, woran hat es denn gelegen? Jetzt wird es, ich würde sagen, an der Technik. An der fehlenden Praxiserfahrung. Das war erstes offizielles Turnier. Ist jetzt keine Ausrede, aber... Ihr habt doch auch zwischendurch Taktik gewechselt. Genau. Und so. Genau. Natürlich. Zum Ende hin lief es besser. Ja, aber
Man muss sagen, die Gegner waren auch bärenstark. Wir hatten, die Auslosung möchte ich nochmal anfechten, oder? Wir hatten ja nur gute Gegner. Nur Bundesliga. Aber das ist keine Ausrede, Jamie. Wir haben, wenn du gewinnst, willst du alles. Ja. Sagen, ja. Aber wir hatten nicht mal eine Kuh heute getroffen, aus 4 Metern. Also brauchen wir bei Sportspar auch eine Eistonne. Nach solchen Turnieren. Ja, wir brauchen mehr Praxis. Wir werden definitiv dranbleiben, werden weiter trainieren und werden dann das nächste Jahr hier besser performen. Sind wir nächstes Jahr wieder dabei? Ja, vielleicht aber in einer anderen Konstellation. Aber ihr könnt die Erfahrung teilen. Ja, aber vielleicht muss der eine oder andere von uns auch gewechselt werden, ne? Leider. Wir werden mal 2 Teams stellen. Ja, wir werden 2 Teams stellen, vielleicht sind wir dann die zweite Garde eher. Danke für ihr kurzes Interview. Und auch an alle Zuschauer, die das Video sich komplett angeguckt haben. Uns hat sehr viel Spaß hier gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Video gefeiert. Wir haben wirklich sehr viel aufgenommen zwischendurch. Und lasst gerne ein Like da. Kommentiert gerne mal, wo ihr Bierpong spielt, ob ihr Freizeit spielt, Bundesliga, wo ihr hinfahrt. Und was wichtig ist, uns im Shop gibt es viel schönere Bierpong-Tische als hier. Also, eine schöne Woche euch noch, schönes Wochenende, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Sport! 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 Sport!